Herzlich willkommen zu meinem Lernfilm Digitalisierung. Der Ablauf. Zuerst erzähle ich euch was über die Zukunft, dann die Entwicklung, die Vergangenheit und der Abschluss. Vergangenheit. Ich erzähle euch jetzt etwas über die Vergangenheit. Wann gab es den ersten PC? Nach den Recherchen des Technikmuseums baute Konrad Zuse 1936 in seinem Berliner Wohnzimmer den ersten programmiergesteuerten digitalen Computer. Die Maschine mit Namen Z1 war so groß wie ein Doppelbett. Wie haben sie sich Nachrichten geschrieben? Früher hat man nicht übers Handy geschrieben, sondern mit Briefen. Die Briefen wurden mit Dampfschiffen oder Eisenbahnen verschickt. Vor etwa 150 Jahren, als es noch keine Dampfloks gab, wurden die Post auch mit Pferden und Kutschen transportiert. Die Menschen mussten wochenlang auf die Antworten warten. Wenn es aber doch mal schneller gehen musste. Es gab bis ins 19. Jahrhundert sogenannte Telegramme. Die Menschen mussten sich auf sehr wenig und sehr kurze Zeichenwörter beschränken. Die Nachrichten wurden an einen Postbeamten diktiert und mittels elektrischer Signale an andere Postamte in der Nähe des Empfängers geschickt. Von dort übertragte dann ein Bote die Nachricht. Entwicklung. Früher gab es nur sehr wenige Digitalgeräte. Heute gibt es schon sehr viele Digitalgeräte. In der Zukunft wird wahrscheinlich fast alles digital sein. Zukunft. Schule. In der Zukunft wird es wahrscheinlich nur noch Tablets, Laptops und noch andere Digitalgeräte geben. Normale Blätter wird es wahrscheinlich auch nicht mehr geben, so wie Bücher und Hefte. Was wird es wohl für digitale Geräte geben? Fahrzeuge. Vielleicht gibt es in ein paar Jahren fliegende Autos, elektrische Schiffe, klimagerechte Flugzeuge, selbstfahrende Velos, fliegende Motorräder und noch weitere andere Sachen. Digitalgeräte. PCs, Handy, Laptop. Das gibt es auch schon heute, aber werden wahrscheinlich in der Zukunft noch verbessert. Andere Geräte. Roboter, der alles im Haushalt machen kann. Zum Beispiel Rasen mähen, putzen oder das Essen machen. Danke fürs Anschauen.